Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live. In der letzten Folge haben wir doch dieses Video kurz fertig gekriegt für den Kumpel und haben da ein bisschen Kohle kassiert. Jetzt sind wir bei fast 500 Dollar. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, aber das können wir bestimmt noch ein bisschen ausbauen. Jetzt machen wir das gleich auch mal hier mit dem Arbeiten. Zeitung austragen, ne? Der Klassiker. Habe ich früher auch mal gemacht, aber leck mich am Arsch. Irgendwann hatte ich da echt keinen Bock mehr drauf. Bei jedem Wind und Wetter. Also ich bewundere die Leute, die sowas hauptberuflich machen. Und dann wirklich so arme Schweine sind und nicht mal irgendwie ein Auto oder so haben, sondern es möglicherweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Das ist echt krass. Also ich könnte es nicht, ganz ehrlich. So, erstmal diese blöde Mütze wieder runtergenommen. Das wollte ich eigentlich letztes Mal schon. Outro mit Logo. Ja, das habe ich bis heute nicht sowas. So, dann gehen wir gleich nochmal kurz... Ah, wow, nee, warte. Aufrüsten. So, jetzt gehen wir mal nochmal daran. Aber einen besseren PC mal zu kaufen oder so, wie wär's? Ich hab da ja bald gar keine Auswahl mehr. Einen Monitor könnte ich mir mal holen. So, den kaufen wir jetzt. Und die Cam. Und die Kopfhörer. Komm, da haben wir alles drin und gut ist. Ich glaube, dann können wir es gar nicht mehr besser pimpen. Erinnere dich daran, dass einer direkt um die Ecke ist. Ah ja. Was auch immer. Ja, Ruhe jetzt. Was? Dieses Haus wird eindeutig zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Oh. Das heißt, weiter als Level 8 geht's jetzt wohl gar nicht mehr, oder wie? Sehe ich das richtig? Ja, ist ja gut. Sind die Pakete jetzt bald mal alle da? Drei Sachen waren es, glaube ich, ne? Das Headset noch, genau. So, jetzt haben wir es, glaube ich, durch. So, dann gehen wir nochmal lernen. Bei die Prüfung. Oh, ey, die ist ja bald. Ja, ich bin wieder nicht so weit gekommen, sehe ich gerade. Achso, das habe ich jetzt auch noch nicht beobachtet, ob der Lernfortschritt vielleicht besser wird, wenn ich da mal ausgeschlafen und mit Essen im Magen hingehe oder, ob das irgendwie alles auf selbe rauskommt. Jetzt gehen wir mal essen und schlafen und machen dann noch ein Video. Mighty Manager wurde veröffentlicht. Ah ja. Das ist ein sehr kreativer Name. Mighty Manager. Und so. Ja gut, und dann ist wirklich das nächste Ziel dann. Also das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, der Umzug dann. Aber ich werde jetzt einfach mal hier nochmal so ein bisschen die Grundsteine auch legen. Ich weiß ja nicht, ob es ein Zeitlimit gibt. Meinetwegen, nach 20, 30 Jahren ist das Spiel automatisch vorbei. Aber du hast ja so gesehen auch nicht wirklich eine Anzeige, in welchem Jahr du gerade bist. Zumindest glaube ich das, dass du es nicht hast. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal hier... machen wir nochmal dieses Wild West Triad. Das scheint gerade auch noch relativ hoch im Kurs zu sein. Damit es nicht immer dasselbe ist. Niedrige Auflösung, verfügbare Leistung. Was ist das für ein Unterschied? Ist das jetzt besser, oder? Ach so, reparieren soll ich wieder. Na geil. Da kannst du echt viel mit anfangen. Da gehe ich so lange nochmal lernen. Das kostet jetzt natürlich Zeit. Aber was soll's. Bei 24.000 kann man sich schon mal eine kurze Auszeit gönnen. So, gehen wir nochmal ran. Na, ist doch alles... Was heißt denn aufrüsten? Da bin ich wieder am Shop oder was? Gibt's ja keine Steigerungen mehr. Desktop Mic. Raff ich jetzt nicht so ganz. Deswegen scheiß drauf. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, jetzt geht's. Hört, hört.
So kann ich es wohl nicht abschicken, oder was? Kein Filter. Stereo ist auch besser als Mono eigentlich, oder nicht? Ich raff's nicht. Okay. Jo, Ladespiel. Lustige Begrüßung. Seht her, eine lustige Begrüßung. Ja, die war nicht wirklich lustig. Egal. So. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Mein Item. Ich würde dafür töten und ich würde es wieder tun und wieder. Spielintro. Sinnloser Kommentar. Oh yeah. Das ist das Spielintro. Wer hätte es gedacht? So, Nachbearbeitung fehlt uns natürlich noch was. Du hast ein Easter Egg gefunden. Professioneller Kommentar. Seht hier dieses Easter Egg hier, das ich gefunden habe. Aber ich glaube, das ist echt durch die Karten, die ich dann nehme, entscheidet sich, welche Farben die Enden jeweils haben. Einfache Verabschiedung. Tschüss. Na, was denn? Schon wieder? Hat man doch eben erst. So, wieder Abonnenten bekommen dafür, dass ich gesagt habe, nein, das würde ich nie tun. Ja. Mit Heuchelei kommst du wohl irgendwie. Was willst du? Freundschaft vorbei? Ja, juckt mich nicht. In welcher Reihenfolge man die hier reinzieht, macht, glaube ich, auch keinen Unterschied, oder? Egal, mach es. Die Mutter steht schon wieder da, das heißt, er wird gleich wieder gemault. Ich sehe es jetzt schon. Inhalt, neuer Rekord, cool. Ja, also der Keegan ist jetzt nicht mehr mein Freund, wie schade. Hä? Sehr gut, du hast eine Menge in dieser Woche gelernt. Okay. Gut gelernt. Nee, genug gelernt. Ist mir scheißegal. Nochmal. Oh, es geht ja schon zur Prüfung. Ah, Moment der Wahrheit. Wow, eine 2. Das wird ja immer besser. Ja, geil. So, jetzt Muni. Was hast du zu melden? $25. Geil. Hey, Schrinks, wir haben heute Nacht eine Party. Was? Hab ein gutes Leben. Ja, okay, cool. Ja gut, dann machen wir das doch. Ziehen wir uns wieder unseren Partyhut auf und dann geht's ab. Dafür, dass wir die Prüfung bestanden haben. Party, Party. Und das Video lädt ja sowieso hoch, weil das haben wir schon am Laufen. Optimal. Du, diese... Ach, guck an, da ist auch schon wieder ein bisschen was verloren gegangen. So, erstmal abdancen. Ja, okay, genug davon. Ich glaube, ich bin kein Beatboxer. Das war einfach nur jämmerlich. Aber darum geht's ja gar nicht bei dem Spiel. Oder? Sonst würde das Spiel ja Beatboxers Live heißen oder so. Was ein sehr bescheuerter Titel wäre. Wobei... YouTubers Live klingt irgendwie ansprechender. Vielleicht ist das auch eine persönliche Meinung, keine Ahnung. Knutschi, Knutschi, Wutschi. Kriegen wir die Leiste noch voll? Nochmal tanzen? Dann soll's passen. Ja, Leiste wieder voll. Das heißt, die können wir jetzt erstmal wieder ignorieren, weil die mag uns ja, passt. Ja, so nett bin ich, ne? Hier, Terence, hi. Yo, Terence, what up, du? Guten Abend. Was? Was. Bla, 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 bla. Aha. Okay. So, dann reden wir mal mit der Amy. Weil ich glaube, ich habe auch wieder so eine kleine Nebenaufgabe drin. Warte mal. Sehe ich die hier überhaupt? Ne, die sehe ich hier gar nicht. Jeder hat heutzutage einen Kanal, ja, irgendwie sagen sie das alle immer wieder, oder? Kann das sein?
Nee, aber ich hatte da irgendwo so ein Bonusziel-Dings da, wo auch diese Geldaufträge immer sind, wenn ich für wen Videos machen soll. Und da stand, glaube ich, wieder was drin mit Freundschaft, aber irgendwie... Ja, das Monster Rocket The Dark Project eines der besten Spiele momentan ist. Ah ja. Wieso habe ich das dann nicht? Vielleicht ist doch nicht so gut, hä? Vor allem, dass die hier nicht eifersüchtig wird, die tanzt einfach alleine weiter, während ich hier fremd gehe. Okay, cool. Scheint ja sehr tolerant zu sein in der Hinsicht. Na, ich will den Balken noch einmal voll machen, zumindest bei ihr, weil... Ich glaube, ich brauche jetzt fürs nächste schon 2 oder 3. Obwohl, nee, warte mal, ich glaube, die vorherigen, die zählen dazu und da hatte ich ja 2. Andererseits, die haben sich ja jetzt von mir verabschiedet, weil ich mich nie gemeldet habe. Keine Ahnung, ob die da noch dazu zählen. Das werden wir ja sehen. Ach so, während wir hier sinnlos den Balken füllen, indem wir wirres Zeug labern oder rumhampeln wie, keine Ahnung, irgendwelche epileptischen Anfälle oder so. Sendeplan ist gerade ein Thema, über das ich mir Gedanken mache. Das hatte ich ja früher. Und mir ist schon aufgefallen, dass bei einzelnen Videos einfach mal deutlich mehr Aufrufe wiederum sind als bei anderen. Und ich bin der Meinung, es liegt teilweise tatsächlich an der Uhrzeit oder am Tag, wo es hochgeladen wird. Ich habe nämlich schon öfter mal gehört, dass der ein oder andere von euch teilweise das gar nicht so richtig mitkriegt, wenn ein Video von mir online geht. Dann ist klar, dass ihr das nicht anschauen könnt, wenn ihr nichts davon wisst. Erster kleiner Tipp, schaut mal bei meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei. Da werden die neuen Videos nämlich sofort alle verlinkt dann wieder, wenn sie online gehen. Dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick. Und ansonsten, ja, bei YouTube kann man auch noch diverse Einstellungen machen, aber die sind teilweise nicht so gut. Und in so einem Newsfeed geht's dann ganz schnell mal unter. Was? Du hast Monster Rocket The Dark Project noch nicht... Nein, habe ich nicht. So, einmal Freund. Können wir hier mit dem noch quasseln. Meinetwegen... Was? Achso, okay, er redet doch mit mir, nett. Meinetwegen, dienstags kommt YouTubers live, donnerstags nochmal und am Sonntag vielleicht. Zu der und der Uhrzeit. Keine Ahnung, ob euch das helfen würde. Lasst einfach mal hören, ich werde noch ein extra Video von machen, weil ja nicht alle Leute dieses Spiel hier anschauen. Und ich werde jetzt nicht in jedem Spiel anfangen, darüber zu reden. Deswegen werde ich irgendwann mal ein gesammeltes Video machen, wo ich dann nochmal frage. Macht euch aber schon mal Gedanken drum, ob Sendeplan und wenn ja, wie soll der aussehen? Also ich lasse euch da auch Mitspracherecht, weil ich derzeit auch noch nicht wirklich weiß, wie ich es jetzt anstellen soll. Beruflich bedingt kann ich ja nicht immer alle Videos so aufnehmen, wie ich das gerne hätte. Das kotzt mich relativ stark an. Okay, da haben wir was bekommen. Sehr schön. Dislike. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbsternannter YouTuber so bescheuert beim Nachbearbeiten anstellt. Ja, halt die Schnauze. So. Nee, aber macht euch mal Gedanken drum, würde mich freuen. Weil, wie gesagt, es gibt halt das ein oder andere vielleicht, wo man sich so denkt, okay, wieso will denn das jetzt keiner sehen? Oder wieso hat das letztes Mal viel besser funktioniert? Und mir ist halt schon öfter mal zu Ohren gekommen quasi, dass eben einige Leute das gar nicht erst mitbekommen. Ob ich das halt beruflich bedingt immer so einhalten kann, ist die andere Sache. Aber gerade ist es halt sehr improvisiert und willkürlich teilweise. Ich lade halt einfach das rein, was ich da habe. Es gibt ja auch mal Tage, wo ich dann irgendwas nicht aufnehmen kann und dann habe ich meinetwegen keine YouTubers Live-Folge mehr. Dafür aber, keine Ahnung, Fallout oder Dragon Age oder irgend sowas in die Richtung. Und dann packe ich das dafür rein. Und dann ist halt wieder doof, wenn dann der ein oder andere sagt, ja, Moment, da steht ja, heute bringt da ein YouTubers Live-Video. Und dann kommt ein anderes, dann ist es vielleicht auch wieder doof für andere, keine Ahnung. Wie gesagt, solange ich halt in dem Job bin, wird es halt Regelmäßigkeiten teilweise halt gar nicht mehr geben. Ja, ja, hochladen, Gameplay-Video, machen wir. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob es überhaupt einen Unterschied macht oder ob ihr sowieso immer wieder reinschaut oder aus anderen Gründen manche Videos gar nicht erst anschaut. Weil ich sehe es ja an den Zahlen, das schwankt teilweise echt krass. Ne, zwischen 300 und manche haben dann wieder nur 70 oder so. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Wir machen das Video auch gleich mal. Team 3D. So, Video starten. Dann kann das auch gleich online gehen, wenn das andere mehr oder weniger durchgelaufen ist. So. Und los geht's.
Ja, nee, also lasst euch mal da ein bisschen was durch den Kopf gehen. Ihr müsst eigentlich gleich, wenn ich das Special-Video oder das extra Frage-Video dazu mache, dann werdet ihr das sowieso nochmal hören. Und dann könnt ihr das auch da schreiben, aber ja, ich wollte es halt schon mal gesagt haben. So. Wir sind auch demnächst am Ende der Folge. Ich werde jetzt nur noch ganz schnell das hier durchklicken und das Video wieder in Bearbeitung geben. Und dann sind die 15 Minuten eh wieder erreicht. Und da ich dem, wie gesagt, nicht vertraue, dass das jetzt besser läuft, werde ich auch wieder bei 15 Minuten aufhören. Und die hätten wir jetzt dann gleich erreicht. Okay, wir sind sogar schon drüber. Hoppala. So, dann schmeißen wir die irgendwie nochmal zusammen. Muss mir demnächst echt mal anschauen, wie ich das am besten zusammenschiebe, damit da mal mehr Punkte bei rauskommen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber ist nicht schlimm. Kann ja noch werden. Irgendwann. Vielleicht. Oder so. Junge. Na, fast überall aufgestiegen. Was habe ich denn am schlechtesten? Sound ist meine schlechteste. Ah, und die Bearbeitung. Okay, dann muss ich da demnächst mal schrauben. Ich denke mal, in der nächsten Folge, wenn ich es nicht wieder verraffe, ziehen wir dann mal um. Weil sonst geht es ja scheinbar nicht weiter. So. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was ich gefragt habe. Über viele Antworten würde ich mich natürlich freuen. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch und ihr dürft es gerne weiterteilen oder meinen Kanal weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, was auch immer so da ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.